Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht heute wieder weiter mit einer weiteren Doppelfolge. Wir fangen gleich wieder an in Moorland bei unserem Schmied Konrad Marston. Ja, und ihr seht, dass Goldust auch ein bisschen höher gelevelt wurde jetzt mittlerweile. Er ist Level 5. Wir haben heute unseren kleinen Spike dabei. Das ist ja der andere Hund, ne? Den haben wir damals irgendwie Weihnachten bekommen. Da war das so eine Sonderedition. Den bekommt man, glaube ich, so jetzt im Moment nicht mehr. Ja, und wie gesagt, wir müssen zum Schmied. Wir stehen hier im Moment noch vor unserem superschönen Reitplatz. Den finde ich irgendwie richtig hübsch in Golden Hills. Wir wohnen ja immer noch hier am Stall und ich werde jetzt mal den Hänger nehmen und mich in Bewegung setzen. Und Leute, ich fange an zu schwitzen, wenn ich Celine sehe. Es ist Sommer. Es ist Hochsommer und Celine hier im Druidenlook, aber das liegt daran, dass wir nach der Schmiedeaufgabe in der nächsten Folge direkt zu Elizabeth müssen. Ja, und da fand ich das passend. Bis gleich, ihr Lieben. Irgendwie wird mir hier Konrad nicht angezeigt. Ja, das liegt daran, dass ich die Namen ausgeblendet habe. Das ist, ja, egal. Macht nichts, wir reden mit ihm. Ich stelle aber erstmal mein Pferd hier weg. So. Man sieht ja, dass er ein Ausrufezeichen hat. So. So, Konrad. Hallöchen, hier sind wir wieder. Das ist der vorletzte Schmiedetag. Bald wirst du Jorviks beste Hufeisen haben. Lass uns weiterschmieden, okay? Ja klar, gerne. Wollen wir uns gar nicht mal aufhalten? Wir hatten schon wieder das Inventar nicht offen, aber jetzt so. Was müssen wir machen? Das Eisen im Ofen erhitzen. Ihr wisst ja, wie das geht. Und ich bin heute zu bubbelig. Oh je, das wäre jetzt beinahe auch noch schief gegangen, gleich zu Anfang. Ja, so ist das. Mich hatte das völlig irritiert, dass er jetzt hier kein Ausrufezeichen über den Kopf hatte. Aber das ist, weil ich da vorhin was eingestellt hatte. Und das hat eben alles ausgeblendet. So sollte es eigentlich nicht sein. Aber egal, macht nichts. Manchmal ist das ein bisschen fehlerhaft. Aber es geht ja trotzdem. So, Leute. So. Und wieder zum Ofen. Zum Ofen. So. Wieder zum Ofen. Wie gesagt, diese Aufgabe hier ist ein wenig müßig, deswegen habe ich es extra so gemacht, dass ihr dann zwei Folgen habt. Das wird natürlich nicht der Dauerzustand bleiben, ihr Lieben, ne? Aber wirklich, damit ihr einfach, ne, dass wir hier ein bisschen schneller vorwärts kommen, dass das nicht ganz so, ja, ganz so lange dauert, bis ihr hier die spannenden Sachen seht. Deshalb habe ich das einfach so gemacht. Ne? Und, ja, wie gesagt, wir sind ja auch bald fertig mit unseren Eisen, ne? Weil ich finde, diese... Genau diese Questreihe, die mag wichtig sein, aber ne, sie ist irgendwo langwierig und langweilig ein bisschen. Vielleicht ein bisschen langweilig, weil sich hier die Sachen wiederholen. Ne? Wir wissen ja nicht, was das für einen spannenden Ausgang am Ende hat, aber im Moment finde ich es, ne, wenn ich euch immer nur das hier zeigen würde, fände ich es für euch, fände ich es halt zu langweilig. Ne? Deswegen habe ich das in einer Doppelfolge gemacht, sodass ihr dann gleich auf jeden Fall noch die Hauptquest seht. Und die ist ja immer spannend, ne? Haben wir ja gesehen. Wir haben ja in der Hauptquest auch schon wirklich viel erreicht bis jetzt. Da sind wir ja schon an einer guten Stelle. Oh je, jetzt hätte ich sie beinahe wieder verbockt. Tja, Celine, gib dir Mühe. Mein Charakter will nicht so, wie ich das will hier. So. Tja. So, und noch einmal den Ofen. Den Ofen. So, und jetzt müssen wir da wieder rüber. Meine Güte, ich bin aber heute irgendwie hänge ich ein wenig hinterher. Ja, man gewöhnt sich eigentlich total daran, dass man den Charakter hier im Spiel so anzieht, passend zum Wetter und passend zu den Jahreszeiten. Ne, und boah, mich irritiert das, dass hier kein Ausrufezeichen ist, Leute. Woran liegt das, verdammte Tat? Aber ich sehe es ja hier auf der Karte. So, Konrad, wir sind fertig. Gut gearbeitet. Morgen ist der letzte Tag in der Schmiede. Jetzt lassen wir das Eisen über Nacht ruhen. Ja, das wissen wir, das machen wir ja schon die ganze Zeit, du, ne? Ja, und er hat noch was. Hör nun zu, Celine. Wir brauchen Nägel für deine Hufeisen. Die beste Sorte von Nägeln wird nicht mehr hergestellt. Das waren die Nägel des alten Pferdevolkes. Keine anderen Nägel passen so gut auf Pferdehufen wie diese. Du kannst ihre Nägel am Strand unter Frau Holzworths Haus finden. Reite dorthin und sammle 8 Stück. Sie sind im Sand verteilt. Du erinnerst dich sicherlich vom letzten Mal. Ach klar, naja, das ist ja jetzt keine schwere Aufgabe und ich steig mal auf. So, Leute, und ich muss mal eben gucken, woran das hier mit dem Ausrufezeichen liegt. Das macht mich kolossal knatschverrückt, ihr Lieben. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe jetzt geguckt. Ist egal, ist egal. Wir machen uns auf den Weg zum Strand. Das ist ja hier unten und wir reiten wieder quer über die Wiese.
Wir halten uns überhaupt nicht an Wege. So, ihr Lieben. Und ich habe heute die Möglichkeit, den Vormittag zu nutzen, worüber ich mich sehr freue. Oh. Augenblick mal. Muss mal eben die Tür aufmachen. So, Leute. Und wir sind hier unten. Hier glitzert's. Da können wir direkt alles aufheben. So, und da hinten an unserem superschönen, das finde ich hier total gediegen. Hier tanzt jemand. Ihr seht ja, was wir hier alles machen können. An unserem neuen Platz. Das ist natürlich, das hat was, ne? Hier kann man auch übrigens das Feuer anmachen, glaube ich. Ich glaube, dass es so gewesen ist. So, und ihr seht, dass Alex immer noch da steht. Das liegt daran, dass wir in der Aufgabenfolge im Moment wirklich so weit sind, dass wir an einer sehr spannenden Stelle bei unserer Hauptquest sind. Und da hatten wir hier unten letztens auch was zu tun. Ja, und ihr werdet auch gleich in der nächsten Folge wirklich sehen, wie es weitergeht. Ihr Lieben, bleibt also dran. Wir geben eben einfach noch die Aufgabe ab. Glücklicherweise wird sie uns angezeigt. Und ja, ich bin gespannt. Ne? Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier wird. So, und Konrad hat immer noch kein Ausrufezeichen hier über dem Kopf. Sehr merkwürdig, aber ist egal. So, Konrad, wir haben alles. Wir haben die Nägel. Gut, Celine, jetzt haben wir genug Nägel. Ja, schön, Konrad. So, und jetzt hat Konrad sicherlich wieder das Zeitsymbol. Morgen ist der letzte Schmiedetag. Dann werden deine Hufeisen fertig sein, sagt er nämlich. Genau, und das macht er, weil wir ein Zeitsymbol haben, ihr Lieben, was ihr nicht seht. Ja, ich werde das auf jeden Fall hier beheben, unseren komischen Bug, dass wir hier nichts mehr angezeigt bekommen, weil mich das ein bisschen irritiert. Und bleibt einfach dran, es geht sofort weiter mit der nächsten Folge, die ihr noch zu sehen bekommt. Und in der Folge wird es wieder um die spannende Hauptgeschichte gehen, um unsere Soul Rider, vielleicht auch um Justin, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Tschüss, ihr Lieben, und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich.